Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Radeland, hier wo ein Zug demnächst dieses Durchgangsgleis passieren wird. Endlich! Ja, das wollten wir schon lange haben und jetzt wird es dann tatsächlich Wahrheit. Allerdings, wir müssen noch ein bisschen bauen, beziehungsweise mal gucken, also die Strecke vom neuen Städtchen. Wo haben wir denn das neue Städtchen gleich nochmal? Wir gucken mal hier hinten. Sonnenreuth. Also von Sonnenreuth kommen wir jetzt problemlos hier runter nach Radeland, können hier durchfahren. Und von Radeland wollen wir ja noch nach Sauzin, das wäre hier hinten. Ich würde vorschlagen, da könnte man eigentlich sogar gucken, ob wir das nicht schon machen können. Das wird irgendwie über die Brücke führen, wahrscheinlich dann hier ein bisschen an Hockenheim vorbei. Das müsste eigentlich zu machen sein, das werden wir uns gleich mal ansehen. Es gab noch eine schöne Idee von Christian und nicht nur von Christian, das gab es mehrfach, zumindest ja, eine ähnliche Idee. Dass wir diese Güterzugstrecke hier, weil sie ja doch relativ schön geworden ist, wie ihr findet, und ich eigentlich auch. Hier sehen wir gerade den Güterzug, der hier im Prinzip am Schloss vorbeifährt, Hochkamera. dass wir die noch nutzen für einen Personenzug. Und zwar dann natürlich nicht von der Güterzentrale aus, zum Beispiel von Wien aus könnte man das dann machen. Dass wir dann aber die Strecke hier nutzen, hier durchfahren und hier aber gar nicht anhalten, sondern hier durch einen Güterbahnhof durch und zum Beispiel von hier dann nach Lodin. Weil wir haben noch keine Direktverbindung nach Lodin. Außer, das ist klar, die Universallinie, die macht das, aber irgendwie sonst haben wir da natürlich noch keine Verbindung. Oh, schön, hallo Kollege. Salut, salut. Schön, sieht man dich auch mal wieder hier an Doppeltraktion. Wunderbar. Ja gut, dann lasst uns mal gucken. Wir machen mal eine neue Linie. Dann können wir eh gucken, ob der Zug dann auch das macht, was wir wollen. Das wäre mal von hier aus. Einmal hier runter. Nach Radeland. Radeland hatten wir. Moment, ich brauche mal die Doppel-1. Ich finde sonst mein Radeland nicht. Hier unten ist es. Also, hier rein in diesen Bahnhof. Das funktioniert schon mal. Und dann wollen wir nach Sauzin. Das wäre hier oben. Sauzin, Gemeinde Tauzin. Einmal in den Personenbahnhof rein. Klappt das? Jawohl. Und wenn wir jetzt wieder zurückdüsen, wir werden natürlich gleich gucken, was der Zug macht. Achso, nee, nach Radeland wollen wir ja eben nicht rein. Da wollen wir ja durch. Also, das können wir wieder... stoppen, wieder löschen. Funktioniert das immer noch? Das funktioniert immer noch. Gut, dann würden wir gerne mal sehen, wie. Wie funktioniert das? Wenn wir das mal wegnehmen. Wir starten in Sonnenreuth. Und das, was ich gerade erklärt habe, das können wir ja als nächstes machen. Das läuft uns ja nicht davon. Also ich würde schon jetzt zuerst bei dem natürlich bleiben, weil das haben wir jetzt angeleiert. Das möchte ich so haben. Das hier ist schon mal eigentlich Käse. Das müssen wir mit Wegpunkten machen. Da haben wir extra gebaut. Ja gut, dann machen wir das mit Wegpunkten. Nicht sagen, Herr Heisenberg, machen Sie es doch einfach. Le Wegpunkte. Das schöne P. Na, hier. Zack, da haben wir es doch. Dass wir hier einmal ein P haben, dann wird noch fröhlich gehupt. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Zack, einmal hier. Das ist schon das P. Ja, ja. Da haben wir es. Zack, und dann diesen. Dann brauchen wir die Linie. Wir würden gerne vom Weg, also beziehungsweise von Sonnenreuth aus, hier lang. Na, jawohl. Und auf dem Rückweg kommend aus Sauzin, zack, hier lang. Dafür haben wir es gebaut. Und da haben wir es auch schon. Und dann werden auch die Gleise genutzt, die wir gerne hätten. Wir haben natürlich noch keine Signale. Das werden wir uns dann auch noch ansehen. Ich möchte aber jetzt mal grundsätzlich wissen, ob die Linie ungefähr so fährt, wie wir das konzipiert haben. Das geht hier runter. Das ist eigentlich genau, was wir wollen. Dann hier rüber. Hier ist es eingleisig. Das ist schon mal nicht, was wir wollen. Warum geht er hier nicht hier lang? Weil er hier vorne keine Weiche hat wahrscheinlich. Oder hat er? Er hat. Oder er hätte. Das ist interessant, dass das nicht genutzt wird. Am Strom kann es nicht liegen, weil die Linie weiß nicht, was wir für eine Lokomotive nehmen. Und Gleis haben wir. Sehe ich das richtig? Ja, finde ich irgendwie merkwürdig, dass das nicht genutzt wird. Dann brauchen wir hier halt nochmal einen Wegpunkt. Dafür haben wir die. Wir fesseln die Linie, da kennen wir gar nichts. So, einmal so. Jetzt muss ich allerdings gucken, Linie verwalten. Das wäre nach dem Wegpunkt Sonnenreuth. Würden wir gerne hier lang. Jawohl, das passt schon mal. Der Rückweg würde schon stimmen. Dann würde ich das mal lassen. Sonst haben wir hier 10.000 Wegpunkte. Nur jetzt nochmal welche setzen müssen, weiß ich wieder nicht mehr, wo der hingehört. Das kann sie auch nicht sein. Gut, also zweigleisig, zweigleisig. Warum das nicht automatisch gemacht wird? Ja, weil die Signale wahrscheinlich noch fehlen. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Ich hätte gar keinen Wegpunkt gebraucht. Ich hätte wahrscheinlich einfach ein Signal hier hinsetzen müssen. Das machen wir aber, wie gesagt, am Schluss. Ich möchte erst wissen, ob das halbwegs so ist, wie wir es gerne hätten. Hier rein. Dann geht das hier lang. Wollten wir nicht irgendwie hier runter?
Ich glaube, wir wollten... Ja, wir wollten hier runter. Das müssen wir auch mit Wegpunkten machen. Da war die Idee, dass wir hier lang düsen. Da wird gerade gerechnet. Und dann hier lang gehen, genau. Das heißt, wir machen schon wieder Wegpunkte. Also das gibt mal eine Linie. Das sind aber die Wegpunkte wirklich drin. Die haben wir dann tatsächlich nicht vergessen. Nach dem Wegpunkt Niederschöna würden wir gerne hier lang. Und nach dem... Jetzt muss ich überlegen. Nee, nach Sauzin direkt würden wir gerne hier lang. So, höre ich ein Pling? Jawohl, ich höre ein Pling. Wir können wieder kontrollieren. Ich meine, der andere Weg würde auch funktionieren. Aber wir haben uns ja nicht umsonst jetzt das Ganze so überlegt, wie wir es... hier ist auch falsch. Wie wir es uns halt überlegt haben. Was wäre die Alternative? Er fährt hier hinten lang. Nutzt dann die Bahnhöfe. Und fährt dann wieder auf sein Gleis und dann in die Richtung. Nee, das wäre A ein Umweg und B wollen wir das so nicht. Also, das heißt, ja, das wäre, glaube ich, der Linie, der wegpunktträchtigste Fahrplan, den wir bis jetzt haben, würde ich sagen. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich das auch halbwegs richtig mache. Nach dem Wegpunkt Niederschöna wollen wir hier lang. Wird da schon beides umgepolt? Nein, leider nicht. Das würde heißen, nach Sauzin direkt hier lang. Ja, müsste geklappt haben. Ja, sehr schön. Also hier raus, hier lang, hier durch die Stadt durch. Deswegen haben wir es. Und hier stimmt es dann. Guck mal, hier nimmt er automatisch tatsächlich, was wir wollten. Jawohl, dann sind wir hier unten, dann geht es Richtung Bahnhof. Allerdings, jetzt fährt er hier wieder die Seelinie, beziehungsweise, nee, guck mal, er fährt sogar. Ja, ist natürlich näher. Aber wir haben das Ganze so konzipiert, dass wir hier durchfahren wollen. Dann machen wir das auch. Das würde für mich heißen. Gleich nochmal Wegpunkte setzen. Und zwar, wo ist eigentlich relativ egal, die könnten wir hier machen. Hier oben oder wir könnten sie hier machen. Hier vorne. Wobei, hier bin ich ja nicht ganz sicher, welches Gleis wir dann nutzen. Nee, dann machen wir die Wegpunkte mal hier. Dann kann er ja gar nicht anders fahren. Also wenn wir hier Wegpunkte haben, hupende, hornende Wegpunkte, dann hätten wir hier wieder, nach diesem Wegpunkt, würden wir gerne hier lang. Jawohl, wird gemacht. Und nach Sauzin würden wir gerne hier lang. Müsste eigentlich theoretisch funktionieren. Ich bin gerade selber ein bisschen erstaunt, wie einfach das geht mit den Wegpunkten. Sonst habe ich immer ein Durcheinander. Also, das passt. Dann fährt er hier lang. Ja, und guck mal, was er hier nutzt. Er nutzt haargenau das Durchfahrtsgleis. Genauso, wie wir es wollen. Sehr gut. Okay, hier vorne. Wir müssen nachher nochmal kurz die Linie uns in Ruhe ansehen. Weil die Signale, die stimmen teilweise alle nicht. Jetzt, das haben wir noch nicht konzipiert. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist das, was der Zug halt dann einfach macht. Aha. Er fährt mal noch durch Barfeld durch. Okay, fährt dann hier rein. Das kann er alles machen, das ist soweit okay. Dann fährt er hier allen Ernstes nach Bodensee rein. Aha, dann fährt er hier wieder irgendwie zurück. Hier fährt er irgendwie lang. Achso, dann fährt er wieder zurück. Okay, dann, dann fährt er hier wieder zurück. Sehe ich das richtig? Jawohl. Was macht er denn dann? Das ist irgendwie nicht, was ich möchte. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Gibt es da nicht irgendwie von Radeland aus eine andere Möglichkeit, nach Sauzin zu kommen? Ich bin fast sicher, die gibt's. Wenn wir zum Beispiel die Gleise hier nutzen. Wir fahren ja schon mal hier runter. Dann gehen wir hier rein. Haben die Gleise, das führt uns hier rüber, dann führt uns das hier hin. Und dann führt uns das irgendwie nachher hinten. Und wo ist Sauzin? Da oben. Nee, das ist alles auch nicht ideal. Kommen wir denn nicht auf diese Brücke rauf hier? Von der Seite. Das müsste doch auch machbar sein. Das wird hier natürlich nochmal eine gewisse bauliche Maßnahme geben. Dass wir hier uns nochmal irgendwie eingliedern und dann dort vielleicht... Ja. Ist natürlich, die Linie hat das so gemacht, wie sie es macht. Weil sie hier nicht direkt auf die Brücke kommt. Aber ich würde mal sagen, der Bereich hier, bis hier hin passt es soweit. Wenn wir das so haben, hier lang düsen. Jetzt ist ein bisschen eine Frage. Ja, ich versuche es einfach mal. Warum fragen? Wir testen das einfach mal. Nämlich folgende Idee. Dass wir hier rausgehen und hier wieder rein. Ja, da ist die Krümmungssteigung. Ja, so geht's aber. Wäre dann aber eine zusätzliche Brücke. Das möchte ich nicht. Ich möchte hier tatsächlich in die Gleise rein. Ja, das wird eher tricky. Das ist sowieso hier mit dem Geländer wahrscheinlich gar nicht machbar. Habe ich das Gefühl. Kann auch nicht andocken. Komme ich hier nicht raus? Nee, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir hier irgendwie noch
eine weitere Brücke haben. Zumal es ist ja sogar ein Damm. Das will man noch mal gucken. Weil wenn schon gehen würde, irgendwie so bis hierhin wäre es okay. Ja, da müssen wir halt auf eine Brücke rauf. Und irgendwie mit der Brücke, kann ich den wenigstens andocken? Ja, andocken geht. Das würde funktionieren. Das finde ich so schlecht nicht. Und dann müssen wir hier halt eine andere Brücke haben. Wäre das dramatisch oder wie sieht es hier aus? Ist eigentlich, ja, halbwegs ist es in Ordnung, aber da haben wir wieder ein Geländer. Ja, ich versuche es mal wirklich anders. Wenn wir hier rausgehen, was passiert dann? Dann sind wir hier hinten. Wir könnten hier die Höhe noch ändern, das wäre machbar. Ja, wir kommen da in den Damm rein. Nee, das geht nicht. Da muss ich anders. Im Prinzip das Ganze ein bisschen weiter hinten, aber ich weiß nicht, ob das dann geht. Ja. Ne, wir kommen überall in den Damm rein. Das funktioniert nicht. Kämen wir denn ins Gleis rein? Ne, so auch nicht. Das müssen wir irgendwie anders konzipieren. Ich muss nochmal schnell gucken. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, hier noch ein Gleis lang zu ziehen. Bringt denn das was, dass wir hier außen wären? Ne, das bringt halt auch nichts. Im Endeffekt müssen wir irgendwie hier runter. In welches Gleis wir hier reingehen, ist, denke ich, relativ egal. Das können wir hier hinten wieder regeln, wo wir dann lang wollen. Wichtig ist jetzt, dass wir irgendwie hier reinkommen. Wenn ich hier rausgehe. Oh, aber ich muss sagen, ich liebe solche Sachen halt tatsächlich. Dieses Geknobel. Wie kommen wir da jetzt am besten rein? Das ist für mich genau auch ein Teil von Transport Fever 2, den ich einfach extrem liebe. Auch wenn das hier ein bisschen schwierig ist. Wir könnten natürlich hier einen Tunnel machen. Wie sieht denn das aus? Wenn wir hier mal unten bleiben, das wären wir sogar. Ja, da, guck mal, da hätten wir einen Tunnel. So wird's gehen. Okay, dann wären wir hier und dann da in die Gleise rein. Das geht doch. Das wird doch funktionieren. Oh, hier muss ich aber aufpassen. Hier haben wir eine Fabrik. Das würde klappen. Sollen wir das vielleicht sogar mit dem Gleis mal machen? Würde ich machen. Allerdings hier gerne ein anderes Portal. Irgendwie sowas. Da die Einfahrt passt doch. Machen wir mal. Kann ich hier den noch? Oh, das ist natürlich Käse. Ja, das müssen wir schon so bauen, dass ich hier eine Weiche machen kann. Weil sonst kommt der Zug hier nicht in dieses Gleis rein. Der wird sonst nur in das hier reinkommen. Okay, aber wir haben wenigstens die Grundidee, haben wir, wie wir das lösen. Das finde ich schon mal sehr wichtig und gut. So, geh mal so raus. Jetzt ist wieder die Krümmung zu groß. Echt jetzt? Hier geht's, ja, aber dann kriege ich das niemals da rein. Dann müssen wir hier halt nochmal die Weiche, sage ich schon. Das Tunnel nochmal kappen. So, und das Ganze halt anpassen. Weil wichtig ist schon primär, dass wir hier irgendwie vernünftig rauskommen. Also ungefähr hier wäre das. Jetzt hier die Kurve. Die führt uns, werden wir gleich sehen. Genau dahin, wo wir wollen. Wie sieht es hier aus? Dann hätten wir hier das Tunnel. Ändern wir das Portal noch schnell. Finde ich schon mal okay. Hier hinten ist dann das Portal, finde ich auch okay. Und hier kommen wir raus. Das machen wir so. Und jetzt müsste es doch möglich sein. Jawohl, genau. Dann können wir hier nämlich das Ganze aktivieren. Dann haben wir das soweit. Hier die Einfädelung. Hier ein bisschen zurück. Und jetzt mit einem Bogen, wenn es irgendwie machbar ist. Genau. Sogar sehr genau. Hier ran. Und hier rein. Mach mal. Dankeschön. Zack, hier runter. Da ist die Steigung zu groß. Okay, nehmen wir das nochmal weg. Wenn wir mehr Weg haben, müsste das mit der Steigung auch gehen. Ja, aber dann kommen wir dort ein bisschen rein. Aber das mal so. Gibt das eine Brücke hier? Ne, das gibt einfach eine Abfahrt. Abfahrten sind in Ordnung. Jawohl, das passt. Das passt wunderbar. Die Weiche hier, die müsste auch okay sein. Gut, jetzt haben wir das, dass wir hier in die Brücke reinkommen. Hier unten durch, auf einem relativ speziellen Weg. Und deswegen finde ich den Weg schon mal cool. Geht das hier rauf? Dann geht es hier auf die beiden Gleise. Dann sind wir hier. Ja, dann müssen wir aber hier wieder ausfädeln und hier wieder einfädeln. Ist das denn okay, wenn wir hier den Kringel und dann hier Hockenheim durch den Bahnhof durch und dann kommen wir doch nach Sauzin. Das müsste doch machbar sein, von hier nach da. Oh, das ist sogar, guck mal, hier glaube ich sogar noch die schöne Brücke, die uns dann da hinten nach Sauzin führt, dachte ich. Ich würde das so machen, eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Wir haben höchstens die Möglichkeit, dass wir hier ein eigenes Gleis lang ziehen und dann direkt hier rauf nach Sauzin gehen würden. Das wäre die, sagen wir mal, wirtschaftlichere Möglichkeit.
Und wir würden natürlich jetzt hier die Gleise nicht wieder noch zusätzlich verstopfen, das ist natürlich auch wahr. Aber sollen wir jetzt echt hier nochmal ein Gleis rauflegen? Ich guck mal schnell hier in Sauzin. Blödsinn, in Hockenheim. Hier durchfahren sollte eigentlich machbar sein. Wir haben hier schon ein paar Züge drin, das ist aber nicht so ein Drama. Wir kämen dann hier raus, zum Beispiel eben hier. Und irgendwie mit dem Dingens da irgendwie nach da. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Was ist das hier für ein Gleis? Von wem? Das ist nur ein Gleis, das ist immer verdächtig. Das ist der Kollege. Nö, ist es nicht. Bergstrecke Sauzin-Hüffenhardt. Aha, okay. Ja, führt also nach Sauzin. Ja, ist ja logisch, eben da. Und wo geht die gleich nochmal lang? Jetzt möchte ich doch nochmal schnell gucken. Ach, die geht dann nach da hinten. Okay, da müssen wir mal gucken, dass wir dort irgendwie reinkommen. Das ist natürlich die 10-mal, wie soll ich sagen, sagen wir mal, aufwendigere Variante. Das mit den Gleisen hier lang wäre 10-mal schneller. Wäre 10-mal einfacher. Und ich bin wirklich nicht so sicher, aber jetzt unbedingt hier auch nochmal. Man sieht schon. Auch nochmal in die Gleise rein müssen. Weil dann haben wir den Effekt, dass hier natürlich dann doch mal irgendwann noch ein paar Züge stehen. Hier unten übrigens Monster Truck. Das ist immer noch zu kahl. Hier müssen wir immer noch mal zuschlagen, finde ich. Wisst ihr, was ich jetzt schnell mache? Weil es ist mir zu kahl. Ich mache jetzt mal auf die Schnelle. Wenn ich irgendwo ein Gebäude finde. Nicht Neuschwanstein. Ein Schloss. Ein Schloss hier drin bringt es irgendwie auch nicht. Nee, das Schloss werden wir sicher mal noch verwenden. Aber irgendwie anderweitig. Ich bräuchte irgendwie große Gebäude, aber so richtig große Gebäude. Was haben wir hier Schönes? Das sind alles nur Stellwerke. Hier so ein bisschen was Industriemäßiges. Wo haben wir denn die? Eigentlich sind wir am Streckenbau, ich weiß. Aber mich stört jetzt die ganze Zeit, wenn wir hier sind, stört mich, dass wir hier eben tatsächlich irgendwie eine Mondlandschaft haben. Irgendwas gehört hier noch hin. Irgendein Gebäude. Ich habe mir gerade kurz überlegt. Ja, die sind alle zu klein. Ich könnte die zwar wahrscheinlich vergrößern, aber wir machen das anders. Wo ist mein Baum? Man reiche mir den Baum. Irgendwo, da ist er doch. So, wir machen hier Bäume hin. Und wenn uns irgendein Gebäude in die Augen springt, dann werden wir das nochmal ändern und setzen hier tatsächlich dann wunderbar nochmal ein paar Gebäude hin. So, irgendwie so. Geht einfach darum, dass diese Mondlandschaft weg ist. Und die ist so natürlich weg. So, einmal so, hier noch ein bisschen rein. Hier noch ein bisschen rein. Das müsste doch halbwegs schon passen. Hier noch ein paar Bäume. Bäume kann man nie zu viel haben. Ja, finde ich jetzt schon besser wie vorher. Sehr gut. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst kacheln hier die, die Fahrzeuge in die Bäume rein. Nee, ist okay so. Gut, aber ändert jetzt natürlich nichts dran. Ja, dass ich das, ich glaube, ich lasse das. Sondern wir machen es so, dass wir hier rausgehen und irgendwie mit einer schönen Brücke hier rüber und machen hier ein eigenes Gleis. Und dieses eigene Gleis, das führt uns hier rauf. Relativ einfach. Und da müssen wir wieder gucken, ja, wo wir hier in welches Gleis reingehen, damit wir dann dort auch in den Bahnhof reinkommen. Ist eine aufwendige Strecke. Aber das ist natürlich genau cool. Ich mag solche Strecken. Also, irgendwie so hier raus. Hier andocken. Ist das okay mit der Weiche? Ich hoffe mal ja. Wobei, das ist dann das falsche Gleis, natürlich. Wenn, müssen wir es so haben. So, einmal hier hinten rein. Dankeschön. Bitte folgen. Und dann gehen wir hier wieder in die Gleise rein. Passt das denn, wenn wir... Achso, nee, wir wollen ja nicht in die Gleise rein. Das habe ich ja gerade noch gesagt, wir machen es anders. Da muss ich hier aber auch nicht andocken. Das ist natürlich auch wahr. Sondern das machen wir so, dass wir hier Höhe kriegen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Dort wird zur Brücke. Was für eine Brücke? Es ist im Prinzip ist es ein Interregio. Allerdings, wir halten ja nur in zwei Städten. Ja, trotzdem ist es irgendwie sowas in der Richtung. Wir haben eine schöne Brücke. Bei der haben wir halt wieder das Problem, da bin ich nicht begeistert, wenn wir eine Kurve machen. Da hängen immer irgendwie die Geländer drin, tatsächlich. Finde ich jetzt nicht wirklich gut. Hier haben wir die Pfeiler wieder nicht. Die Steinbrücke haben wir doch schon das eine oder andere Mal verwendet. Und die hier, die haben wir eigentlich noch nicht oft. Aber je nachdem haben wir hier das Problem, wir haben die richtige Höhe nicht. Wir brauchen noch mal ein bisschen Weg. Und hier könnten wir natürlich, wisst ihr was, hier machen wir nicht die Brücke.
Dann hier machen wir tatsächlich. Wo haben wir es denn? Zack, den hier. Oder den hier, dass wir hier einen Damm haben. Und dann führt uns das hier so rüber. Finde ich schöner. Das wird natürlich jetzt zur Brücke. Und wir müssen eigentlich die richtige Höhe bereits haben. Und das mal so haben. Und jetzt irgendwie, ich denke die, ja gut, die Höhe haben wir, wenn wir nicht irgendwie sowas mit dem großen Bauch nehmen. Ja, das geht dann genau nicht. Wir brauchen was mit dünnem Bauch. Moment, das hat nicht ganz geklappt. Hier den und dann diesen. Oder diesen. Da ist mir der Korb zu groß. Wie sieht es mit dem Teil aus? Ist genau ein bisschen zu wenig. Das hier wäre dünner. Ja, das geht. Okay. Jetzt ist natürlich, jetzt haben wir hier noch eine Steigung. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich das gut finde. So hätten wir immerhin noch einen Pfeiler. Ja, so ist okay. So können wir es machen. Selbst mit der Steigung. Weil wenn ich runtergehe. Ja, wird er auch gehen. Ich lasse es mal so. Lass uns mal testen. Ja, so ist es halt dann so gebogen. Nee, das gefällt mir nicht. Ich finde da die Höhe eigentlich schöner. Wir können ja wieder in den Damm reingehen. Das ist ja kein Problem. Und dann irgendwie hier den Bogen machen, ja. Finde ich in Ordnung so. Man reiche mir mein zweites Gleis. Einmal unauffällig folgen. Und auch hier gilt natürlich wie bei allen Strecken, die wir bauen. Das kann ja sein, dass wir das dann anderweitig irgendwann mal noch nutzen. Ganz klar. So, nochmal kurz einen Zug sehen. Wir sind nur am Bauen, da möchte man natürlich ab und zu auch mal die schönen Züge nochmal sehen. Und die sehen wir natürlich auch, wenn wir dann mitfahren, das ist ganz klar. Ja, das ist schon eine coole Strecke. Also wir haben hier ein paar sehr ungewöhnliche Sachen drin. Das finde ich schon sehr nett. Jetzt das hier, das ist eher das Gewöhnlichste, weil jetzt das ist einfach halt einen neuen Bereich, den wir hier machen. Ich würde wieder auf den Damm gehen. Und zwar auf den gleichen natürlich. Ja, dass wir den hier haben. Das Ganze zweigleisig. Bis nach da vorn. Und dann sehen wir es hier. Ist doch okay. Das sieht doch cool aus, wenn man hier mit dem Güterzug unten durchfährt. Da kommt gerade noch der Kollege. Das nehmen wir natürlich auch noch schnell mit. Güterzug und Personenzug, die hier unter unserer neuen Brücke durchfahren. Schön. Meine kleine Modelleisenbahn. Hihihi. Schon nett. Gut, also. Dann haben wir das. Hier machen wir kurz einen Bogen. Und dann düsen wir irgendwie nach hier hinten darauf. Jetzt würde ich, muss ich gestehen, vom Damm aber langsam abkommen. Jetzt vielleicht doch eher mal aufschütten wieder. Damit das Ganze ein bisschen organischer wirkt. Ja, ist eigentlich okay so. Und jetzt oben haben wir halt noch als letzte ja, Problemstellung im Prinzip. Wie kommen wir dort in den Bahnhof rein vernünftig? Und wisst ihr, was wir hier natürlich tatsächlich auch gebrauchen können? Jetzt nicht wegen dem ersten Teil, den wir gebaut haben, aber wegen dem Teil, den wir gerade jetzt bauen. Richtig. Einen relativ schnellen Zug. Weil das ist hier natürlich einfach eine Gerade, die hier rauf führt. Wo man tatsächlich ja, den ganzen Speed mitnehmen kann. Den man hier generiert. So, einmal so. Jetzt müssten wir schon langsam in der Nähe vom Städtchen sein. Gibt es hier noch einen Tunnel? Das muss eigentlich nicht sein. Kann ich das umgehen hier? Ja, kann ich. Ja. Hier gibt es ein kleines Tunnel. Gegen so ein kleines habe ich nichts. Da machen wir aber doch ganz frech mal irgendwie sowas. Ist okay. Jetzt irgendwie zurückschwingen. Wir schwingen. Wir schwingen aber ohne Tunnel. Ja, wir schwingen auch ohne Tunnel. Das ist. Das gefällt mir. So, einmal hier ran. Ja, und jetzt gehen wir mal gucken. Wie sieht das denn hier aus in Sauziehen? Also, hier haben wir Gleise. Da hinten haben wir Sauziehen. Wenn wir hier in die Gleise reingehen, dann fahren wir hier dran vorbei oder wir nutzen das hier. Das führt uns dann hier rüber und hier in den Bahnhof rein. Das wäre eigentlich genau, was ich haben möchte. Das finde ich soweit gut. Ach, das ist eine Straße. Ich dachte gerade, was haben wir denn da noch? Stimmt, hier führt natürlich die Straße. Da lang? Oh ja, das weiß ich, als wir das gebaut haben. Stimmt, hier, das ist der Anschluss für den Güterbahnhof. Stimmt, das war ein ordentliches Gemurkse da. Also, das würde aber klappen. Wenn wir in die Gleise reingehen, wir müssen hier vielleicht noch schnell kontrollieren, wer hier unterwegs ist. Das wäre noch wichtig. Der Airport-Zubringer, der ist mal sicher hier. Dann die Unilinie ist hier. Das habe ich ja gesagt, glaube ich. Ja, dass wir mit der Unilinie werden wir irgendwann mal noch wieder mitfahren. Weil sich die Städte wirklich dermaßen auch verändert haben. Die Landschaft hat sich verändert, da ist einiges dazugekommen.
Das lohnt sich schon. Ja gut, also, ich würde sagen, hier können wir problemlos rein. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wo ist unser Gleis? Also das, was wir jetzt gerade ganz frisch, hier unten. Okay, schauen wir mal hier rauf und hier ran. Oder wir machen es halt von hierher kommend. Jo, das geht. Dann machen wir das auch gleich. Dann haben wir die Strecke dann fast schon. So, einmal hier hin. Eben die ganzen Signale, die müssen wir uns tatsächlich auch nochmal ansehen. Das wäre wirklich fatal, wenn wir das nicht machen. Weil wir haben gesehen, da sind ein paar schon nicht, sagen wir mal, ja, sehr ideal. Die sind sogar sehr unideal eigentlich. Gut, aber das würde jetzt passen. Dann gehen wir hier rein, sind hier in den Gleisen drin. Gehen hier rauf, gehen hier rüber. Und gehen hier rein. Und dann sind wir hier schon im richtigen Städtchen. Jawohl, in Sauzin, Gemeinde Tauzin. Jetzt haben wir doch eigentlich eine Linie. Die Linie 1. Halt. Ich hätte mal gerne nur die. Ja, die macht das bereits, was wir gebaut haben. Weil es halt der schnellste Weg ist natürlich. Also hier eingleisig, da rein. Dann wird das hier zweigleisig. Dann fädelt es hier aus. Über den Damm rüber. Nach hier hinten. Einmal hier lang. Hier geht es dann hier lang. Hier fädelt es aus. Ja, es ist genau das, was wir wollten. Dann haben wir die Linie soweit fertig. Dann müssen wir eigentlich die Signale noch kurz betrachten. Hier könnte man noch schnell gucken. Ist das okay, wenn wir hier reingehen? Was hätten wir hier? Was ist dieses Rote? Ich würde in die Rote rein. Sauzin Hockenheim. Weil das ist nur ein... Wir haben hier noch freie Gleise. Wir gehen in ein freies rein. Wie komme ich denn jetzt drauf, dass wir hier unbedingt ein Gleis nutzen müssen, was wir schon nutzen? Ach, weil das der Güterbahnhof ist. Stimmt, aber eher das hier ist doch frei. Ja gut, da kommt von hinten einer daher. Aber ich würde hier reingehen. Ist das machbar? Von hier kommend. Da müsste man da reinkommen. Lass mich mal schnell gucken, die Linie schnell schnappen. So, dann hier Linie verwalten. Und in Sauzin selber. Nicht in die 2, sondern in die, wo wollen wir rein? In die, was ist das denn da? Die 4? Ich sehe es nicht. Es müsste die 4 sein. Machen wir mal. Ja, ich glaube, er macht es. Das hier ist unsere Farbe. Wir wechseln einfach mal. Wenn wir mal ein Gelb draus. Ja, funktioniert. Da kommen wir rein. Das Ganze ist trotzdem zweigleisig, nehme ich an. Ja, perfekt. Dann haben wir es. Gut, dann lass uns ganz kurz komplett zurückdüsen. Ich möchte die Signale noch sehen. Und dann werden wir, würde ich behaupten, morgen hier auch mitfahren können. Also, let us see die Signale. Mal gucken, was nehmen wir Schönes. Ich hätte gerne mal wieder irgendwie, wenn ich sie finden würde. Ne, das sind natürlich wieder die Schwebenden. Wir haben doch irgendwo noch so schöne. Ne, das sind sie auch nicht. Hier fliegt alles ein bisschen. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo diese einen Teile sind. Die hier, die sind da in Ordnung. Also, wenn wir schnell schauen. Doch, wir haben hier keine Weiche mehr. Das heißt, können wir so machen. Dann geht es aber, das Problem ist ein bisschen, wenn der hier wartet, blockiert natürlich dieses Gleis. Das ist so clever nicht, muss ich gestehen. Wir machen das so. Dann kommt das wieder weg. So, also hier ein Gleis. Dann haben wir hier, da haben wir überall die Wegpunkte noch. Hier ein Gleis. Und hier unten geht es ja schon in die Gleise rein. Also hier eins. Dann ist das okay mit dem. Dann würde ich gerne hier noch eins haben. Sehr gut. Jetzt gucken wir schnell beim anderen, bei der anderen Linie. Beim Schienenbus hätten wir gerne hier ein Signal. Und gerne hier oben ein Signal. Okay, jetzt muss ich schnell schauen. Ja, ich habe es vermutet. Dann ist das ja natürlich nicht mehr so ideal. Einmal Backer. Nochmal Signale. Dann einmal hier und einmal zack hier. Gut, das hätten wir. Hier oben der Kollege, der hat dort nochmal ein Signal, das ist okay. Hier runter, hier haben wir schon Signale. Allerdings, ich denke, da würden wir tatsächlich nochmal zusätzliche Signale verkraften. Das müsste recht sein. Dass wir hier noch ein Tunnelsignal installieren. Dann geht es ja wieder raus. Jetzt müsste ich meine Signale wieder finden. Da haben wir doch auch ganz viele schöne. Ja. Nehmen wir mal. Ja, ich mache hier auch welche hin. So, können wir gleich schnell kontrollieren. Ja, die sind okay, die fliegen nicht. Das war eigentlich mein Ansinnen, dass sie nicht fliegen. Hier haben wir eine Einfädelung, eine neue. Müssen wir schnell gucken.
Würde heißen, hier ein Signal. Dann würde es heißen, zack, hier eins. Passt, das haben wir da hinten eins, das ist okay. Dann geht das hier lang. Da hätten wir gerne einen fröhlichen Block. Einmal hier rüber, dann wird hier vorne eingefädelt. Das heißt, hier ist Feierabend mit Blöcken. Hier gibt es sowas. Dann haben wir hier ganz viele Signale. Das ist okay, die müssen ja nicht unbedingt da ganz vorne sein. Dann geht das hier lang. Dann hätten wir gerne eigentlich hier noch ein Signal. Sehe ich das soweit richtig? Ich glaube, ja. Einmal so, einmal so. Dann ist das ein bisschen zu nah, finde ich. Wenigstens wirklich ein bisschen. Machen wir es hier hin. Okay. Dann haben wir ihn hier. Da könnten wir hier eigentlich auch einen Block machen. Dann geht das hier runter und hier fädelt es wieder ein. Würde heißen, einmal hier Signal, einmal du gehst weg. Signal bitteschön. Einmal hier hin. Ja, dann haben wir hier ein Signal. Da eins. Machen wir hier noch eins. Würde passen. Hier haben wir auch eins für die Einfahrt. Da haben wir das andere. Hier haben wir eins. Das passt schon mal. Allerdings, dann haben wir hier eins. Dann fehlt hier eins. Dann haben wir hier wieder die Blöcke. Hier geht es wieder raus. Haben wir eins. Haben wir eins. Ja, das passt soweit. Hier lang zwitschern. Dann geht das hier rüber. Das ist eigentlich soweit auch schon reguliert. Dann haben wir hier was. Hier geht es durch den Bahnhof durch. Eigentlich auch gemacht. Sehe ich das richtig? Doch, hier vor der Straße. Hier, da könnte man hier noch. Das ist aber ein zu kurzer Abschnitt für meinen Geschmack. Würde ich lassen. Hier vorne wird wieder eingefädelt. Da haben wir hier ein Signal. Da eins. Ja, ja, das passt. Weil das sind natürlich alles Sachen, die hatten wir schon. Ja, dann geht es hier rauf. Durch den Bahnhof durch. Und ich sehe zu meinem Entsetzen, die Folge ist eigentlich schon lange zu Ende. Ja gut, dann machen wir hier einen Break. Ich nehme mal an, ich werde dran denken, dass wir hier beim Signalesetzen stehen geblieben sind. Das würde heißen, morgen werden wir die Signale fertig setzen. Und danach werden wir natürlich den Zug kaufen und dann diese schöne Strecke befahren. Da freue ich mich schon extrem drauf, weil es wirklich eine sehr spezielle ist. Und weil wir endlich dieses Durchfahrtsgleis auch nutzen können hier in Radeland. Da bin ich schon auch sehr froh. Gut, man reiche dem Herrn Heisenberg einen Zug und dann können wir damit Tschüss sagen. Hier kommt einer. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis denne, tschüss.